Garmin GPS 72 Marine Set. Sehr beliebtes Handgerät, das hier gleich in einem etwas umfangreicheren Lieferumfang geliefert wird. Das ist einmal auspacken, mir gleich einmal ein Benutzerhandbuch und Referenz und soll eine Kurzbedienungsanleitung zum Gerät natürlich gehören. Dann im Set enthalten ein 12 Volt Stromkabel, um das Gerät an Bord ganz normal über den Zigarettenanzünder mit Strom zu versorgen. Auswickeln. Hier sehen Sie es noch einmal genauer. Ganz normaler, im handelsüblicher Zigarettenanzünderstecker sowie eine Stromversorgung für das Gerät, das direkt hinten angeschlossen wird. Dann ebenfalls enthalten eine Schutztasche fürs Gerät. Wenn man das im Board gerade nicht in Gebrauch hat, kann man das da gut drin aufbewahren oder auch mal so mitnehmen, wenn man auf Reisen ist oder anderweitig unterwegs. Nochmal wieder die ganzen Handbücher ebenfalls nochmal in Englisch vorliegend. Dann ist noch eine Gerätehalterung enthalten, das ist die Marinehalterung für den GPS 72. Wird aufgeschraubt, das Gerät wird dann in die Halterung eingelegt. Man kann es sowohl als am Schab anbauen, dass es aufrecht steht, aber auch an anderen Positionen ist möglich, dass es auf einer Platte aufgeschraubt wird und dann quasi das Gerät im Fuß steht. Einmal das Gerät selbst. Sekunde. Das ist einmal das Gerät selber, ein schönes großes Display, sehr übersichtlich. Das Gerät ist wasserdicht und schwimmfähig. Das Display ist mit einer Folie geschützt, die man vorher abzieht. Das Gerät wird eingeschaltet, indem man einige Sekunden auf die rote Anzeigetaste drückt. Das ist jetzt natürlich das Batteriefach hinten zu öffnen über einen Klickverschluss. Dort ebenfalls gesichert und, wenn man es mal genau sehen kann, hier wird das Kabel eingesteckt, wenn das Gerät mit Strom versorgt werden soll. Ein universelles Gerät für jeden Einsatz, Zeichen, Längen und Breitengrad, hat keine Kartenfunktion.